Willkommen im nächsten Part von The Legend of Zelda Secrets of the Past. Im letzten Part haben wir Consuela befreit, welche im Gefängnis eingesperrt war. Das erinnert mich an unser anderes Game. Wie hieß das nochmal? A Link to the Vergangenheit? Irgendwie so. Jedenfalls haben wir sie befreit und haben die große, große Aufgabe erteilt bekommen, unseren Vater umzubringen. Verstrecken, weil er ein böser Mensch ist, ein grauenvolles Monster, ein Widerling, ein, keine Ahnung, Sexualstraftäter oder so. Und deswegen müssen wir die drei Amulette sammeln, das Master Schwert bekommen und ihn Einhalt gebieten, weil seine Kräfte von Tag zu Tag immer stärker werden und er im Gefängnis wahrscheinlich nicht mehr lange gehalten werden kann. Deswegen fangen wir mal direkt an, gehen gleich los und gehen erstmal durch die Stadt und bummeln da so ein bisschen. Es ist immer sehr spaßig. Macht immer sehr viel Spaß. Deswegen warum nicht. Es hätte jetzt gepasst, wenn es so gewesen wäre. Aber naja. Das sah gerade übrigens so aus wie so ein typischer Raum aus A Link to the Past, wo man... Oh, jetzt die Musik richtig. Wo man eine Fee normalerweise gefunden hat und dann immer ausgesperrt wurde von der. Hallo, nette Dame mit der gruseligen Musik. Ich habe hier sicher nichts zu befürchten, oder? Ja, eine der Amulette ist hier versteckt. Aber ich habe Angst, da runter zu gehen. Also habe ich den Schlüssel versteckt. Okay! Du kannst den Schlüssel in einer Höhle finden. Im Norden der Stadt. Die Gefahren sind groß. Ich hoffe, du bist vorbereitet dafür, was dich erwarten wird. Naja, egal. Schau nach dem Schlüssel, okay? Bin sicher, es ist im Norden des Dorfs. Jetzt ist es plötzlich ein Dorf, weil, ja, in irgendeiner Höhle. Godspeed! Ich weiß nicht, was Godspeed jetzt da, keine Ahnung. Oh, gut. So, das ist der Dungeon. Mit einer sehr interessanten Nicht-Tür. Okay. Hab ich jetzt auch zum ersten Mal so gesehen. Ja. War vielleicht eine gute Idee. Ich meine, Junge, die wohnt in einem fucking Dungeon. Das ist ziemlich gut. Gefällt mir sehr. So, und ich weiß übrigens nicht, warum ich die ganzen Büsche kaputt mache. Wird eh nichts sein. Das ist so eine Sache, wenn ich dann irgendwie, ne, bei mir den Raumhack irgendwann mache, dann werde ich in der Overworld, glaube ich, solche Sachen irgendwas hinten unter Büschen verstecken. Aber halt so, dass man es zumindest erkennen kann, wenn man danach sucht. Das ist natürlich immer wichtig. Aber gut, ne? Das hat noch eine lange Zeit vor sich. I guess. So, befindet sich hier irgendwas? Ne? Rubies und noch mehr Rubies. Mal gucken. Das Haus haben wir. Das. Lass mich überlegen. Haben wir das da ganz rechts schon gesehen? Oder... Und in die Höhle da oben gehen wir noch nicht rein. Das war ja weiter oben hier. Ja. Da waren wir noch nicht, glaube ich. Ah, ja. Hey, du! Willkommen! Frag uns nach allem! Mach mein Schwert. What? Ich gebe dir einen großen Rabatt. Nur 500 Rubine. Wait a minute. Komm irgendwann wieder. Hi ho, hi ho. Wir sind bereit zum Arbeiten. Okay, die sagen nochmal selber. Ich bin los vorbeigekommen. Hi ho, hi ho. Dann ab in die Höhle, bevor wir zur Wüste gehen. Das wird wahrscheinlich auch die Höhle sein, die erwähnte. Also das ist nicht gefährlich genug für die Alte. Okay. Okay, wenn sie meint.
jedem das Seine, ne? Wenn man halt mit sowas besser klarkommt. By the way, was ist hier eigentlich das Rätsel? Das, probieren wir einfach mal aus, ne? Mal gucken. Auf jeden Fall, so wie es aussieht, können wir irgendwas hier machen. Oh, das ist das Rätsel. Ah, makes sense. Ich sehe nie, dass das immer so einen halben Block drüber geht. Deswegen ist da immer so Brain AFK. Ich bleib mal hier in der Ecke, ne? Fühl mich da ganz schön wohl. Komm, watz dich tot. Ich will die Feuerviecher angreifen. Weil die signifikant gefährlicher sind teilweise. So, hier haben wir einmal einen abgesperrten Bereich. Da würde ich ganz gerne rein. Aber das Spiel will mich da nicht drin haben. Link. Okay, sehr interessant, wie der gerade runterrutscht. Teilweise. Ja. Link, irgendwas stimmt nicht mit. Gardas Fürstin hat angerufen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. You found a piece of heart. Und den Key. Okay, gerade so nochmal Glück gehabt. Wenn das nicht aufgefallen wäre mit dem Rumrutschen, dann wäre das ein bisschen bitter gewesen. Ja, wir haben einen Schlüssel gefunden tatsächlich. Und das finde ich sehr interessant, wir haben den Schlüssel in einer anderen Höhle gefunden. Das sind so Sachen, finde ich interessant, dass man das auch machen kann. Ich frage mich auch, ob die Person das über Hyrule Magic gemacht hat, aber weil der Hack 2016 ungefähr released wurde, wird das wahrscheinlich auch so sein. Und wisst ihr was, bevor wir jetzt aber den Dungeon machen werden, will ich jetzt zuallererst ganz kurz in diese eine Höhle reingehen. Weil es juckt mich die ganze Zeit in den Fingern. Deswegen, wir müssen das echt mal kurz machen. Und unser Haus war ja, glaube ich, da links. Und das ist ja das Haus gewesen. Deswegen, ja. Das muss jetzt gemacht werden. That's really important. Schwipp, schwapp, schwupp, schwapp, schwipp, schwapp. Gut, ich glaube, in den ganzen, ja, Grasbüschen ist jetzt nichts Wichtiges drin. Ist hier, ja, ne? Wunderschön. Deswegen die Grasbüschel, die gucken wir uns jetzt nicht mehr so aktiv an, weil da wird nichts sein. Gut. Das gibt Rache von Consuela. Drohbrief wird schon geschrieben. Immerhin sind wir nur ein Feld davon entfernt. Oh Mann, ey. Das war mies. Ganz ehrlich. Er ist tot. Ach, das Loch da unten ist wahrscheinlich einfach nur für die Leichen. Ach, ja. Nothing special. So, und wo war jetzt nochmal die Höhle? Also die Einkerbung. Die war, glaube ich, ein bisschen weiter. Der gute alte Hario an der Wand. Moment. Wir brauchen einen kleinen Bogen. Genau. Ach, wir haben ja gar keinen Schaden genommen. Nice. So, so. Oh, sehr schön. Ich glaube, hier ist dann gleich die Stelle,
Also, weil ich mich erinnern kann, wir hatten die Bomben bekommen, dann haben wir sie benutzt für irgendwas. Und kurze Zeit später haben wir dann noch eine Pumpe gebraucht und hatten keine, weil das Spiel einem... Lass mich verarschen. Aus sonst welchen Gründen. Jetzt aber. Aus sonst welchen Gründen nur eine Bombe gegeben hat an dem Punkt. So. Ach du Kacke, die Stelle gibt's ja auch noch. Komm, das machen wir im Speedmode. Ach du Kacke, das geht ja wirklich schnell. Lalalalalalala. So. Und da oben ist halt diese eine Stelle. Das juckt mich gerade auch. Da waren wir noch gar nicht, oder? Doch, da waren wir. Ich bin ein Vollidiot. Na gut. So, das ist die Stelle. Jetzt bin ich gespannt. Wahrscheinlich ein Herzteil, oder? Das wäre so das Erstbeste, woran ich denke. Und es ist... Oh, ein weiteres Rätsel. Das finde ich nice. Sowas feiere ich sowieso, wenn man mehr Rätsel ins Spiel einbaut. Also so als Belohnung ein weiteres Rätsel und nicht unbedingt eine Belohnung. You know. Ah! Oh. Hä? Warum konnte ich da gerade so weit reinlaufen? Naja. Lass mich überlegen, wenn das Ding oben ist, was passiert dann? Oh, das ist halt richtig mies, wenn man den Raum nicht richtig erkennen kann. Kacke. Oh, ich habe eine Idee. Dafür muss der Block sich wieder zurückschieben. Das ist das Problem. Also gehen wir ganz kurz nach oben und wieder nach unten und dann haben wir das. Oh, es gab übrigens auch ein Bug, der reported wurde. Also der wahrscheinlich in der Version 1.01 eh schon weg ist. Dass wenn man irgendwo wieder den Weg zurückgegangen ist, dass man dann in einen leeren Raum gekommen ist. Ich weiß nicht, ob das irgendwie noch im Spiel ist. Oder ob das... Fuck, die Tür hat mich eingesaugt. Ob das gewollt war oder nicht gewollt. Ich denke mal nicht gewollt. Aber es müsste, glaube ich, auch gefixt sein. Ha! Ja, da muss man auch wieder Profi sein, ne? Dass man das weiß. Ah, Magic Bottle, Alter. For free. Das ist chillig. Ja, so mega chillig. Ich würde sagen, wir gehen den Weg wieder zurück dann. Nachdem ich natürlich wieder den Schalter gedrückt habe. Weil ich Idiot das wieder vergessen habe. Wir müssen den Schalter nochmal drücken. Dinge gibt's, die gibt's nicht. Und ich will auch nicht speichern, weil jedes Speichern gibt uns ein Game Over und wir haben schon 3 gesammelt, also ich kann drauf verzichten. So. Ein Herz, ein Herz, ein Herz. Okay, keine Spende. Gut, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal. Und dann würde ich sagen, fangen wir vielleicht sogar doch mit dem Dungeon jetzt dann an. Weil das der perfekte Zeitpunkt dafür wäre. Ich mag übrigens die Dungeons halt echt. Also, so wie sie aufgebaut sind, oder so wie der jetzt aufgebaut ist, ist es echt entspannt. Noch sehr einfach, aber wirklich sehr kreativ, finde ich. Oh oh. Hehehe. Ist auf den Boden gefallen. Oder wir haben ihn geschrumpft. So, dann bloß nicht vom Hinox erwischen lassen, weil der definitiv overpowered in seinem Namen drin hat. Das ist sein Zweitname. Linux, Overpowered und irgendwas als Nachname, aber ich weiß nicht was. Hat er mir nie erzählt. Er hält seinen Nachnamen geheim.
Was? Wo geht's hier hin? Warte mal, Karte. Oh, ein Haus. Ist das safe der Magie-Shop oder so? Es ist der Magie-Shop. Ja, den Text werde ich nicht vorlesen. Ich wünschte, ich wüsste den deutschen Text noch, aber ich habe es schon so lange nicht mehr gespielt, dass ich es leider wirklich vergessen habe. Ich würde sagen, am Anfang nehmen wir uns einfach nur den hier, um ein bisschen Geld zu sparen. So. Ab geht's, Dungeon Time! Ich find's halt auch zu geil, dass in der Stadt einfach hier ein Amulett versteckt ist und dass einfach jemand da wohnt. Ich weiß nicht, das ist einfach zu geil. So. Wir bekommen wahrscheinlich den Hammer. Let's go. Oh yeah. So, und jetzt, da ich weiß, dass der Typ in der Lage ist, Items zu verstecken oder Blöcke zu verstecken, die man auch als Vase tarnen kann, bin ich nochmal mit zwei Augen geöffnet durch den Dungeon hier und nicht nur mit einem Auge. So, ja, ich hasse euch Viecher. Ja, genau, weil ihr überall ausweichen könnt und... Wirklich gefährliche Gegner, okay. Sie sehen nicht gefährlich aus, aber sie sind gefährlich. Und bevor ich durch die Tür da rechts jetzt gehe, möchte ich ganz kurz die anderen Bereiche hier angucken. Okay. Ja, gehen wir zuerst rechts lang und dann klappern wir das im Uhrzeigersinn ab. Autsch. Okay. Hallo. Jetzt wüsste ich zu gern, was passiert, wenn man über Natur sowas macht. Sieht irgendwie nicht so aus, als wäre hier was. Okay, Link bewegt seinen linken Arm. Vor und zurück. Was das wohl zu bedeuten hat. Nö, da ist nichts. Keine Ahnung. Und darüber können wir leider auch nicht. Also ist das wahrscheinlich eine Stelle, wo wir hier oben rauskommen. Jetzt habe ich es kapiert. Was für ein Idiot. Er schlägt einfach Schildkröten. Ohne Erfolg. So ein Depp. Oh. Das war so klar. Wir brauchen mal magisches Pulver. Das wäre jetzt cool. Gefühlt haben die auch so einen Trigger, die Viecher. Also gefühlt, nicht wirklich. Dass wenn du mit dem Schwert in die Nähe kommst, dass sie dich sofort elektrifizieren. Nein. Deswegen besiege ich die auch gerne mit Enterhaken. Aber manchmal kommen sie dann an die Wand ran. Und weil Link to the Past so funktioniert, kann man sie dann da oben nicht treffen. Wenn sie so an der Wand sind. Okay. Also ich denke mal, dass die Tür aufgeht. Jetzt halt die Frage, ob da offscreen irgendwas ist.
Ja, aber ich will auch keinen Bombjump ausprobieren, deswegen. Why? Nö, da hinten ist nix. Mehrfach schieben kann ich das Ding auch nicht. Nach unten geht auch nicht, also kein Plan. What do you want from me? Da sind ja schließlich auch Fackeln platziert, also man soll ja auch in die Richtung gehen. Und hier unten ist nix, oder was? Also hier sind wir hergekommen, das weiß ich, aber... Es ist schon wieder eine geschlossene Tür, wo wir nicht weiterkommen, also... ich bin ein bisschen überfragt. Oh, warte mal. Da zählt ja der Trigger auch für die rechte Tür. Das kann ja auch sein. Please, 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 please. Oh. Schade. So, und ja, wir haben einen Schlüssel, aber den möchte ich erstmal noch nicht einsetzen. Weil wir noch so viele Free-Optionen haben. Zum Beispiel hier nach unten, aber dafür die linke Tür. Oh, das ist der Raum, den ich meine mit dem Softlock da. Okay, warte, lass mich überlegen, wie löst man das Rätsel, weil ich möchte es trotzdem nicht drauf anlegen. Oder, mach mal ein Safe State. Das muss jetzt sein an der Stelle. So, Slot 1. Erstmal mal gucken. Hä? Hä? Okay, das wurde gefixt. Also hier wäre man auf jeden Fall in einen leeren Raum reingekommen, weil man kann irgendwie für beide halt Eingänge, Ausgänge kann man halt eben dann was setzen. Und wenn man das dann vergisst, ja, dann ist man gefickt. So, ich traue dem Spiel wieder nicht. Ja, da lang und fertig. Gut. Ging. War nochmal vorsichtig, so. Du kannst jetzt mal hier durchgehen, dann mache ich dich. Und dann habe ich auch genug Freiraum, um angegriffen zu werden. Alter. Hey, das sieht nice aus. Das wäre jetzt perfekt für ein Wasser-Dungeon. Dass man so Wasser hier unten hat und... Ja. Und das als Brücke, das wäre geil. Oh nee, und der eine rote hier, der versteckt sich jetzt schon. Das meine ich übrigens so. Der hängt da links an der Wand fest, das heißt, mit dem Bogen komme ich nicht ran. Der hängt an der Wand halt eben fest, ne? Das heißt, ich komme da sowieso mit dem Enterhaken nicht ran und ja. Und dann hängt er auch noch zwischen dem Teil hier fest. Das heißt, ich komme erst recht nicht ran. Und der geht immer weiter hoch. Ah. Ich hasse diese Dinger. Hoffen wir einfach, dass wir keine Truhe bekommen. Bloß besiegen. Ich mag diese durchsichtigen Brücken. Wenn ich jemals ein anderes Texture Pack hier einarbeite, dann will ich da das auch so machen, dass man so durchsichtige Böden hat, aber halt eben so eine höhere Auswahl davon. Das wäre auch cool. Na komm, gehen wir rüber. So. Nein, 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 nein! Game-Logik. Warte mal, wir sind jetzt hier angekommen, ernsthaft? Also wir müssen den Weg nochmal laufen. Weil zurück komme ich nicht mehr. Oh, ich bin so ein Idiot. Ich hätte einfach... Gut, ich hätte ja auch nicht wissen können, dass ich da rechts nicht weiterkomme, aber... Also, dass ich da rechts wieder zurückkomme, aber... Ich hätte einfach nach unten... Oh mein Gott. Tja. Ich würde sagen, das ist ein Fall für das Ende des Parts, weil wir schon bei 25 Minuten sind.
Im nächsten Part werden wir dann mal sehen, was da links an der Tür ist. Wo wir leider jetzt gerade nicht lang gegangen sind, weil konnte man ja nicht wissen. Kleines Arsch. Und hier ein wunderschönes Beispiel von diesen Kackgegnern. So. Und ja, das Ganze sehen wir dann im nächsten Part. Ich besiege noch schnell die Gegner. Meine eigene Sanity. Und dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Part und ciao!